Mit dem Eva-Dialog wollen wir eigentlich über unser tägliches Tun hinausschauen. Wir wollen den Blick über den Tellerrand wagen, um zu schauen, welche Themen der Zukunft auf die Gesellschaft und auf die Unternehmen und auf die Wirtschaft kommen, um uns diesen Herausforderungen zu stellen. Dazu laden wir regelmäßig Fachleute ein, mit denen wir die Probleme diskutieren, erörtern und auch Vertreter aus der Unternehmerschaft, aus der Wirtschaft, um mit ihnen ihre Anliegen, ihre Sicht auf die Dinge zu erörtern. Wachstum ist in Deutschland seit mindestens 2 Generationen permanent vorhanden. Wir sind also sozusagen sozialisiert mit Wachstum. In welche Richtung soll sich diese Gesellschaft weiterentwickeln? Wir sind in einer Zeit, wo Entscheidungen notwendig sind. Energiewende, andere Mobilität, auch im Gesundheitssystem, Sozialversicherungssystem. Und dafür werden Lösungen benötigt. Und Herausforderungen müssen gelöst werden. Und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, finde ich weltweit, sind gigantisch. Das wird nicht anders zu lösen sein als mit so etwas wie einer ökologischen industriellen Revolution. Dass sie stattfindet, davon bin ich allerdings überzeugt, sonst werden wir die Probleme nicht lösen. Die Frage ist, wird sie bei uns stattfinden und werden wir maßgeblich daran mitwirken? Ökologische Industriepolitik ist die Wirtschaftspolitik der Zukunft. Keine Frage. Aber die Frage ist, ist sie wirklich die Ökologiepolitik der Zukunft? Das ist das aufholende Wachstum, Aufbau von Infrastrukturen. Davor profitiert die deutsche, europäische Ökonomie ganz entscheidend. Und das wird auch verschiedene Ökonomen sagen, dass in den nächsten 10 Jahren Wachstum in Deutschland garantieren. Und darum ist es so wichtig, dass wir gerade in den entwickelten Volkswirtschaften über solche Perspektiven nachdenken und jetzt nicht nur die Augen zumachen, dass unsere eigene Wachstumsdynamik gerade in Deutschland in den nächsten 30, 40 Jahren weitergetragen wird. Das immer höher, schneller, weiter, das ist eine Erfahrung, die sich offensichtlich breit macht, bringt mir keine persönliche zusätzliche Lebensqualität, sondern schränkt mich eher noch zusätzlich ein. Das die Gestaltung und auch der Nutzen, die Anwendung vielleicht dahin führt, dass eine Wiederverwendung von Produkten eben auch vor Augen geführt sein muss. Ich glaube, ein ganz wichtiger Thema, was wir brauchen, ist ja nicht nur die Ökonomie, wir brauchen auch eine andere Kultur des Kaufens, des Austauschens oder wie wir uns selber sozusagen als Menschen in dieser Gesellschaft definieren wollen. Also das ist, glaube ich, nur ein ganz wichtiger Punkt, das sind letztendlich Wertefragen. Werte ist richtig, ja, aber wenn man über Werte diskutiert, ist man schnell bei dem moralischen Zeigefinger. Ich glaube, es geht um Inwertsetzung. Nachhaltigkeit in Wert zu setzen, ich glaube, das ist eine Gestaltungsaufgabe von Politik und Unternehmen. Das ist der Einstieg zu sagen, wenn ich im eigenen Betrieb effizient und nachhaltig orientiert handle, kriege ich doch zum Schluss mehr Wettbewerbsfähigkeit. Es löst uns weder der Konsument, noch die Unternehmen, noch der Staat allein. Aber in jedem Feld intelligente Kopplung dieser drei Elemente. Und wir als Effizienzagentur haben eigentlich das große Ziel, dass wir das ressourceneffiziente Produkt propagieren wollen, das eben aus der Kommunikation zwischen den Unternehmern und den Konsumenten nur entstehen kann.